Also Mr. Benjamin, können Sie uns erklären, wo wir gerade sind? Also wir sind im wunderbaren Deutschland, nicht in Österreich. Wir werden jetzt sich einen Kaffee holen gehen. Ich habe mich schon darauf eingestellt, dass der Kaffee sehr schlecht ist. No front. Und zwar, wir sind heute auf der Hypercon mit R, weil die Hypecon, die gibt es ja nicht mehr. No front an der Seite. So Leute, also ich hoffe, dass der Ton einigermaßen passt. Also ich habe hier mein Labello. ja, ihr seht, wir sind auf jeden Fall nicht in der, ja, nicht bei mir im Zimmer, sondern wir sind in München und zwar auf der Hypercon. Zum Glück nicht, um selber zu verkaufen, sondern wir haben heute eine kleine Challenge. Ich habe hier eine Tasche voller Kreditkarten. ja, also Ziel ist eigentlich 10.000 rauszuballern. Mal schauen, ob Leute verkaufen wollen. Werden wir ja dann sehen. Ja, wir warten jetzt auch auf einen Kaffee und dann sehen wir sie später auf der Messe. Als erstes mal, von Ihnen haben wir jetzt die ersten zwei Schuhe gekauft, und zwar einen Travis und einen Yeezy. Sie haben sich auch bereit erklärt, dass wir den ganzen Bums da stehen lassen können. Voll nice von euch. Alles easy. Dankeschön. Wir haben ja genug Platz hier, also passt ja schon. Vorerst mal, also wie lange bist du oder wie lange seid ihr schon? Arbeitet ihr zusammen oder wie läuft das bei euch? Also, wir sind gute Kollegen. Wir haben beide das gleiche Hobby. Sneaker, Resellen. Und ich mach's ungefähr schon zwei Jahre. Bei mir hat es damals angefangen, ich glaube, als Off-White The Ten rausgekommen ist, ungefähr da. Davor halt immer schon Dunks, Jones und so getragen, aber da hat es dann so richtig angefangen. Ich habe da halt absolut keinen bekommen, aber auf jeden Fall, da ungefähr hat es angefangen, wo ich halt das mit den limitierten Sneakern und so, dass ich halt unbedingt welche wollte. Am Anfang war das immer so, dass ich die Schuhe, die ich bekommen habe, hab ich halt immer getragen. Später war es dann so, dass ich dann gereselt habe und mir mit dem Gewinn dann die Schuhe gekauft habe, die ich tragen will. Dann halt immer und immer mehr so, also schon 3-4 Jahre, also auf jeden Fall schon eine Weile, ja. Okay. Aber also siehst du es jetzt speziell eher so diesen wirtschaftlichen Faktor oder halt wirklich Hobby, nee, du finanzierst also dadurch deine Leidenschaft sozusagen? Nee, also eigentlich inzwischen, wie gesagt, seit 2 Jahren oder so ist es eigentlich voll wirtschaftlich, also praktisch, wie gesagt, am Anfang habe ich es halt nur verkauft praktisch halt, um einfach halt Gewinn zu machen und damit ich mir meine eigenen Schuhe kaufen kann. Ja, ich sehe gerade, also das ist schon stabil. Stabiles mal, Ding am Fuß. Sein, aber ja, weißt du, so von den ganzen Gewinnen, was du verkaufst und so weiter, musst du halt ab und zu auch mal selber was gönnen, was du halt willst. So. Ja, ja, voll. Weißt du, was voll, ich meine? So, ich habe auch eine Zeit lang nur so übelst die krasse Schuhe daheim gehabt, aber dann halt nur praktisch so, keine Ahnung, so Standard Air Force One, Blazers und so, halt keine teuren Schuhe getragen, ja, und so. Ja. Und halt immer so, immer nice Sachen gehabt, aber halt nur verkauft. So. Ja. Weil ich halt, mir war das einfach zu schade so, halt die ganzen teuren Sachen zu tragen, und jetzt halt irgendwann habe ich mir halt gedacht, Alter, so eigentlich hast du deswegen halt so angefangen, so, weißt du, um deine eigenen Sachen so zu finanzieren, hast du überhaupt mit dem Resellen angefangen, und seitdem trage ich halt ab und zu mal oder gönne mir auch ab und zu mal einen Sneaker, den ich halt selbst trage, ne? Ja, passt, bedanke ich mich bei dir auf jeden Fall mal. Ich wäre interessiert an Yeezys, und zwar an größeren Mengen. Hast du irgendwie eine Liste oder sowas, so Sizes oder sowas? Servus. Servus Philipp, freut mich. Servus, okay zu filmen, oder? Ja, alles gut. Prinzipiell wäre ich interessiert, Yeezys in größeren Mengen zu kaufen, ja. Also 350er in erster Linie. Hast du vielleicht eine Liste, wo ich mal drüber schauen kann? Ja. So an Sizes oder sowas? Okay, verstehe. Okay. Wäre es vielleicht okay, wenn ich einfach später oder am Ende nochmal komme, weil vielleicht hast du irgendwas, was du einfach trotzdem loswerden willst. Ja, gerne, passt. Dann bis später. Ciao, ciao. So. Was ist passiert? Ja, also der Reseller mag keine Reseller. Ja, also wir sind fleißig am Einkaufen, jetzt haben wir wieder 2 Yeezys gekauft von, wie heißt du? Den lieben Pivas. Läuft eigentlich schon auf der Messe, oder? Was sind so deine ersten Eindrücke? Also, ist relativ gut, es läuft auch relativ gut. Ja, ja. Wir sind relativ auch zufrieden. Ja. Und ja. Hast du dir auch irgendwie so ein Ziel gesetzt für heute, so was du umsetzen willst, so geldtechnisch oder schuhtechnisch? Einfach die Kunden glücklich machen. Ja? Ja. Ja, mega. Ja, also der aktuelle Stand ein Ding ist, also wir haben jetzt nicht alles gefilmt, aber keine Ahnung, es sind jetzt circa 2 Stunden vergangen. Jetzt haben wir schon ein bisschen was gekauft, also ein paar Yeezys, Citrins, ja, einen Travis-Schuh, ja, theoretisch sind vielleicht noch ein paar Sachen halt offen, aber ja, ist eigentlich ziemlich gewöhnlich, dass man am Anfang so ein bisschen Leute, ja, noch nicht die Sachen verkaufen wollen, aber das merken wir ja schon später, dass sie es eh nicht wegbekommen, und dann, ja, dann macht man Schnapp.
Also, wir haben jetzt wieder zwei wunderbare Yeezys von dem Kollegen gekauft, aber eigentlich sneakertechnisch ist er gar nicht so groß. Er hat sich eigentlich auf Vintage-Sachen spezialisiert. Magst du vielleicht was dazu erzählen? Ja klar, also ich kaufe generell Vintage-Designer-Sachen an, also wie man hier sieht, zum Beispiel so eine Dior Duffelbag oder so. Da habe ich halt von aller Welt kaufe ich die, sage ich mal, an und genau, ich versuche da auch relativ günstige Preise zu machen. Vor allem, ich habe hier zum Beispiel auch so Vintage Louis Vuitton-Zeug, also die teilweise 40 Jahre oder so alt sind. Die verkaufe ich dann, ich weiß nicht, teilweise unter 200 Euro, manchmal sogar 150. Und genau. Wie genau bist du eigentlich, also hast du mit Sneakern angefangen und bist dann auf das rübergegangen? Oder wie hat sich das entwickelt, dass du gesagt hast, okay, du versuchst dich jetzt darauf mehr zu spezialisieren? Naja, also am Anfang habe ich wirklich eine Sneaker gemacht. Also es war... keine Ahnung, ich war in Australien beim Austausch und da habe ich da auch immer so Sneaker eingekauft währenddessen und habe die halt bei mir zu Hause gehabt. Also ich weiß gar nicht, wo es genau angefangen hat. Ich glaube, ich hatte den Oreo, den Yeezy, also 2016 im Winter. Das war so mein erster richtiger Schuh, den ich so bekommen habe. Und dann habe ich angefangen, erst Schuhe zu verkaufen. Ich habe auch zu Hause noch ein paar mehr. Aber jetzt habe ich mich eher, ich weiß nicht, dann bin ich halt immer auf Flohmärkte, in Secondhand-Läden gegangen und habe halt, irgendwann haben mich die Leute so gefragt, ja, wo hast du das ganze Zeug her, das du so trägst? Und ja, dann habe ich angefangen, die Sachen mal zu verkaufen. Erstmal nur Vintage-Zeug, das waren also so meistens No-Name-Sachen, aber manchmal auch so Vintage-Burberry-Sachen. Und genau, und das hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt. Da habe ich immer mehr Leute kennengelernt, die so Zeug einfach mit so einem Zeug handeln. Und genau, dann, ich habe die Nachfrage gewachsen, habe einen Instagram-Store eröffnet und jetzt läuft es eigentlich mittlerweile ganz gut. Und bald kommt auch ein Giveaway. Mega, freu mich. Nee, auf jeden Fall cool. Feiere ich wirklich, dass man auch ein bisschen noch einfach was Neues ausprobiert. Ja. Easy. So Leute, also kleiner Zeitsprung. Prinzipiell haben wir jetzt noch einiges einkauft. Irgendwie hat sich dann bei dem einen oder anderen das nicht ganz ergeben, dass man das dann filmt. Aber ich bin mir, um ehrlich zu sein, nicht ganz sicher, ob sich das jetzt mit den 10k ausging. Ich blende es euch ein, ihr werdet es sehen. Meine Vermutung ist knapp nicht. Auf jeden Fall haben wir aber im Großen und Ganzen eigentlich bekommen, was wir wollten. Ganz viele Yeezys, ein bisschen Hype. Auto ist nicht randvoll, aber ja, passt schon. Und ja, dann das war es prinzipiell von dem Video und dann sehen wir sich eigentlich wieder am Sonntag beim nächsten Sneaker-Frühstück.